Ja, also dieses Meetup dezentrale Versicherungen, was wir heute durchgeführt haben, die Roundpanel-Diskussion, hat aus meiner Sicht eine sehr interessante Sichtweise, die ich vorher überhaupt nicht im Blick hatte, gezeigt, dass man nämlich dort auch Versicherungen absichern kann oder Risiken absichern kann, Dinge absichern kann, ohne zwingend eine Gewinnerzielungsabsicht, sondern nur die Risikoabsicherungsabsicht damit umzusetzen. Und das könnte so ähnlich wie früher alte Familienverbände oder territoriale Risikoteilungen, sei es Flussdelta, Wohnen oder irgendwo sturmreiche Gegend, wo man wohnt, ohne dass man eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Und diese Idee, solche Absicherungsverträge als Smart Contracts vollautomatisch laufen zu lassen, Open Source zu stellen, dass Gemeinschaften selbstständig entscheiden können, so etwas abzusichern, ohne Gewinnerzielungsabsicht, aber Risikoabsicherungsabsicht, das ist ein vollkommen neuer Punkt. Und für mich hat auch gezeigt, dass die mit ihrer Blockchain-Plattform, Absicherungsplattform in Afrika Fuß fassen können. Das zeigt ja, dass in solchen nicht so stark entwickelten Ländern Risikoabsicherungsnotwendigkeiten bestehen und dass man das auch sehr kostengünstig, sehr automatisiert dort schaffen kann. Und das ist auch eine Thematik der Disruptivität, der neue Technologie überholen oder einzuholen. Das heißt, die überspringen klassische Infrastruktur, Regulationssysteme, auch Technologiesysteme und sind damit unter Umständen auch Vorreiter, genauso wie sie das vielleicht mit der Mobilfunktechnologie an einigen Stellen auch mobiles Bezahlen an einigen Stellen sind, wo wir in den klassischen, sehr entwickelten und behäbigen Industriegesellschaften an einigen Stellen hinterherlaufen. Und das ist für mich ein Aspekt, den habe ich so überhaupt noch nicht betrachtet. Also für mich war das Meetup sehr, sehr, sehr gewinnbringend. Und vor allen Dingen, es hat meinen Horizont wieder erweitert. Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich. Ich fand es auch interessant, wobei ich aber überholen ohne einzusch nee, überholen ohne einzuholen würde ich jetzt an dem Punkt nicht sehen. In Europa oder speziell in Deutschland hat das Wort Versicherung einen schlechten Beigeschmack. Aus verschiedenen Gründen, weil die immer rumdiskutieren, die dauert ewig lange, die Schadensabwicklung, und dann kriege ich auch nur einen Bruchteil. Und der Vorteil ist halt, hier können sich Leute gegen bestimmte Risiken absichern, wo die Versicherungsbranche sagt, nee, machen wir nicht. Und es versickert kein Geld irgendwo an Aktionäre oder an andere. Klar werden die Beteiligten, die Geldgeber des Versicherungsstocks, des Pools, werden zwar auch entlohnt, aber ich denke mal, das ist irgendwo ein Prozentsatz, der in einem bestimmten Bereich sich irgendwie bewegen wird. Und wenn da Schadensfälle auftreten, dann wird das halt auf Mindestprozentsatz, wird das halt reduziert. Ich fand es sehr interessant. Das war mir vorher auch nicht bewusst, weil du hattest ja den Kontakt gemacht, Ralf, dass die eine Plattform für sowas herstellen. So, und wir könnten jetzt, wir drei und unsere Zuhörer und Zuseherschaft, ihr könnt ja gerne mal nicht mich, mit Ideen an uns melden, wo man denn so eine Versicherungsprodukte, in welchen Bereichen man da vielleicht was machen könnte. Vielleicht haben wir da irgendwie ein interessantes Projekt, was man da vorantreiben könnte. Naja, also ich würde gerne einfach noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, dass du meintest, dass es so lange dauert bei normalen Versicherungen, bis die Schadensregulierung durchgeführt wird, dass sie das Schöne auch wieder an den Orakeln und an Smart Contracts, dass das im Hintergrund am Ende vollautomatisch passiert. Das Orakel sagt sozusagen zum Beispiel, der Flug ist ausgefallen. Und das hatten wir hier auch schon, beziehungsweise ihr beide, ich weiß aber nicht mal, mit welchem Gast das war, auch schon besprochen. War das mit dem Markus, dass da vor allen Dingen, was da Flugtickets angeht und so angeht, dass dann im sekundären Markt sozusagen, beziehungsweise bei Versicherung, in dem Moment, wo der Flieger verspätet ist, kann die Versicherung sofort ausgezahlt werden. Da muss man jetzt nicht erst noch mit 5 Formularen an irgendwelche anderen Stellen rennen. Wenn es so ist, dann ist es so. Dann führt der Code aus und dann kriegt man seine Entschädigung auf das entsprechende Wallet beziehungsweise auf die Wallet-Anwendung ausgezahlt. Und das
finde ich auch einen sehr guten Vorteil. Und das ist ja das Schöne auch wieder an DeFi und beziehungsweise an allen diesen dezentralen Vorgängen, die hier passieren. Es ist eine niedrige Schwelle zur Teilnahme. Man hat seine Wallet, man kauft sich entsprechend die Token dazu und schon ist man dabei. Jetzt nicht irgendwelche Verträge wieder abschließen, sondern niedrigschwellig halt kann man Versicherungsnehmer werden, ja, oder auch versicherte Person. Das heißt, wenn man da eine interessante Versicherung bauen kann, die sag mal, eine einfache Distribution hat, das Wort fand ich auch gut vom Tobias Noack, dann hat man da natürlich entsprechende Vorteile und ist dann schon mal etabliert in bestimmten Marktsegmenten.